So, nächste Mission, wässere den Weinberg. Das machen wir als nächstes. Und ich denke, danach sind wir dann zu dritt. Aber mal schauen. Ich hatte auch vorhin mal noch ein paar Clips hochgeladen von gestern Abend. Ja, ich hab's gesehen. Ich durfte ja gestern Abend nicht fahren wegen meinem scheiß Internet. Nee, ich glaube nicht, dass es an deinem Internet lag. Es hatten viele Probleme. Nee, es lag am Internet. Das ist wirklich so. Also, bei meiner Freundin hat auch gesagt, das Internet war nur kurz weg. Es war ein CP7-Fehler, es war kein Spielfehler. Es war wirklich noch mal kurz ein paar, für 5 Minuten maximal, das WLAN kurz weg hier und da, das ist halt einfach so und das hat mich einfach komplett rausgeworfen. Genau im ersten Qualifying oder kurz am ersten Qualifying raus. Sehr gab ich gerade. Sind die gefahren oder? Ja, bis auf. Einer hatte noch eine Disconnect. Ja, einer hatte noch einen weiteren Disconnect. Die anderen sind alle gefahren, ja. Wir sind eigentlich mit 17 gestartet. Wir hatten 3 Bots mit drin, weil der Kommentator vergessen hat, auf den Zuschauermodus zu wechseln. Ja, die Bots haben halt ein bisschen für Chaos gesorgt. Wieso kein Ghosting? Nö, haben wir nicht. Nee, nächste Woche fahre ich ja nicht, ich kommentiere ja wieder jetzt. Ja, jetzt kommt USA. Und dann geht's ins Finale. Ja, das ärgert mich gerade, weil ich hätte ein paar Punkte mitnehmen können. Aber gut, mal gucken, wie es morgen das Rennen ausgeht und dann Baku. Der soll mir nicht blöd kommen, der eine, dann kriegt der nämlich von mir mit ein. Deswegen sage ich ja, ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Rennen morgen. Dass da einige versuchen, als Rache nach dem Monaco Grand Prix von mir. Ja, aber ich muss halt auch ganz ehrlich nochmal sagen, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, warum Leute gerade bei Monaco immer so ein riesen Drama veranstalten. Ja. Es ist Monaco. Ich verstehe das nicht. Nee, aber das Problem ist einfach, dass der eine versucht hat, mich wirklich mit Absicht wegzuschießen. Weil der 3-mal nachgesetzt hat, bis er mich dann in der Mauer hatte. Weil, ganz ehrlich, das ist der einzigste Grand Prix in dem ganzen Rennkalender, den ich am entspanntesten entgegenblicke. Da würde ich selbst beim DNF würde ich da nicht sauer werden, weil ich es bin ist Monaco. Auch nicht, ich bin auch nicht sauer geworden, weil passiert ist, sondern weil wir einige Leute wieder fahren mussten. Weißt du? Da sind wieder einige Leute dabei gewesen, die es einfach übertrieben haben im Fahren. Ja, aber ich weiß nicht, ist Monaco, keine Ahnung. Aber du musst ja nicht. Wieso? Ich bin nur sauer, wenn er mich versucht hat in die Wand zu schießen und wenn er mich in die Wand schießt. Bin ich sauer, ich rede ja nicht nur von dir, ich rede allgemein. Ich meine das ganz allgemein, dass Leute immer so ein Drama um Monaco machen. Ich gehe mal rum. Das ist nun mal kein Rennen, was bekannt dafür ist, für geile Überholmanöver und taktische, geile, spezielle Rennen. Das ist nun mal Chaos. Das hier ist nun mal Chaos. Das ist nun mal so. Das ist nur ein Rennen, wo du zu 90% halt einfach nur hintereinander herfährst. Das ist einfach so. Ja, das können aber einige Leute nicht sehen. Und wie gesagt, deswegen haut der hat ja so übertrieben. Monaco funktioniert über Boxenstopps und über Flügelschäden. Mit Überholmanöver hat das nichts zu tun in Monaco. Ach, der steht da rechts irgendwo. Nee, der fährt weg. Wir brauchen ein Auto. Der fährt unten. Der fährt unten über die Straße, fährt der rechts weg. So, ich dachte, wir müssen den irgendwie hier auf dem Weinberg erleben. Ja, dachte ich mir auch gerade in dem Moment. Der fährt jetzt. Ich schnell zur Straße hier. Ja, der ballt sich da in die andere Richtung. Alles gut. Ach. So, mal kurz die Kohle mitnehmen hier. Oh, scheiße hier. Da willst du hier ein Auto anhalten und dann. Gib mal her hier. Und dann noch so eine Elektromöhre hier, meine Fresse. Komm. Ja, ich häng mich mit dem zweiten Auto mit dran für den Fall, dass er da irgendwie einen. Okay. Wo ist er denn? Gefühlt um die Straße lang auf jeden Fall. Ah, hinten rum. Okay. Du fährst vorne da, ich fahr auf die andere Seite. Er ist unten auf der Straße, auf der rechts von uns auf der Parallelstraße. Oh. Natürlich.
Weinstreben kann ich natürlich auch wieder nicht umfahren, das ist ja viel naja, zu hart. Ja, gut. Da... So. 1,7. Der ist auf jeden Fall geradeaus durch über die Straße. Och, steht doch nicht alle so blöd in der Gegend rum, Idioten. Ich habe natürlich auch hier das schnellste Auto ever. Na gut, bis ich mir jetzt irgendwie einen Sportwagen angefordert habe, bist du mit deiner Möhre da wahrscheinlich dran. Das Ding ist, der ist so weit weg, dass ich den nicht mal auf der Karte angesehen habe. Ja, ich hole einen Sportwagen, es ist jetzt einfach zu, ist jetzt zu schwer. Mechaniker. Na, der ist von mir alleine 1,4 Kilometer weg. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Boah, ey. Ah, jetzt habe ich ihn ja. So, dann gehe ich jetzt. Ich habe jetzt mein Auto mal angefordert. Bist du dran an dem oder was? Fast. Zumindest habe ich ihn schon wieder so erreicht, dass er mir wieder als beweglicher Punkt auf der Karte angezeigt wird und nicht nur als in der Ferne irgendwo. Kilometer. Was hat der für ein Auto? Wahrscheinlich ein Motorrad oder so. Jetzt biegt er hier links ab, da kürze ich jetzt hier ab. Nee, doch nicht, er fährt doch geradeaus, Alter. Wieso fährt der erst in das U rein, um dann wieder rechts abzubiegen, ey? Komisch, Fahrtdings hat er. Du hast ihn schon. Toll, jetzt bin ich in der Nähe. Kannst du mich ja hier abholen? Ja, bin unterwegs. Wo bist du denn? Nach da hinten. Auf der Brücke über der Autobahn. Ja, ich brauche da nur das Stück. Dann sind es nochmal 5,3 Kilometer zurück. Oh, hier kommen Gegner. Alter. Schon okay, ich hab's. Alter, du sollst in das Auto ein Dankeschön. So, dann geht's mal zurück. So, schön mit dem Turismo R nachher lang jagen. Ich habe übrigens immer noch keinen Termin für eine Zahn-OP. Ich habe jetzt heute den CT-Test gemacht und nächste Woche ist Nachbesprechung und dann weiß ich hoffentlich, wie es weitergeht. Mal gucken, ob es dann... Dann weiß ich auch, wie lange ich ausfalle. Minimum aber eine Woche. Meine Freundin hat nämlich am Mittwoch den Termin dann. Die kriegt nämlich am Mittwoch die teilweise Zähne raus. Nur ist bei mir halt ein bisschen schwieriger. So, jetzt fahren wir das Ding hier noch nach Hause. Ich hab's aber heute.
Und dann ich, aus der Ego-Perspektive echt, ja. Ja, ich bin an der scheiß Ampel hängen geblieben. Es wurde nämlich von einem Supersportwagen, der braucht nur eine kleine Bodenwelle, dann geht der hoch. Och, Alter. Der sagt ja, fahr rechts ab und dann, nö, fährst du nicht rechts ab. Hier muss ich rein. So. Der See war in 500 Metern da. Da sind wir. Komm, dann Muddy. Martin, mein Name. Hab ich da mein Handy getan? Sag mir bloß, die Katze liegt drauf. Baby, musst du mal gerade hoch? Ja, da liegt mein Handy. Im Zweifel immer unter der Katze. So. Ja. Ah, der pennt hier auf meinem Stuhl und ich habe mein Handy daneben liegen gehabt. Drauf liegen gehabt. So. Ab zurück im. Zurück im freien Modus und dann schauen wir mal, ob wir unseren neuen Ding dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem noch was einschauen müssen. Wir müssen gleich wahrscheinlich kurz checken, ob wir das, ob man den hört. Hat man das nicht schon eingestellt? Ja, ich habe noch nicht im Video getestet, ob es funktioniert, weil ich glaube bei Sabrina und so, die wollen, mussten wir damals bei der Vorwärts erstmal nachchecken, ob dann alles so funktioniert. Ja, ich glaube zum Beispiel Yvonnes Schwester hört man nicht in deinen Videos. Ich habe tatsächlich nicht ins Video reingeguckt, ob man die hört oder nicht hört. Aber ich vermute auch, dass die das nicht hat. Das, da habe ich in dem Moment aber auch nicht dran gedacht. So. Ja, kann sein, dass wir die nicht hören. Oh Gott. Hä? Nicht du. Wir hören dich. Ah, du bist schon da. Sehr gut. Jetzt mir wurde mir nicht angezeigt, dass irgendwer beigejoint ist. Oben in der Party. Der ist schon die ganze Zeit jetzt mit drin. Ach so, gut. Wo du jetzt gerade gesagt hast, dann nach dem Handy gesucht hast. Okay, das kann sein, dass ich kurz weggeguckt habe vom Bildschirm. Gut, passt ja auch perfekt. Dann machen wir nämlich hier gerade den Cut eben rein. Und dann checken wir mit Rico durch, ob wir den in den Videos hören. Und in der nächsten Folge sind wir dann zu dritt.